In der Wochenschau gab es nur wenig Begeisterung zu sehen, als Hitler die deutschen Soldaten im September 1939 in den Krieg gegen Polen schickte. Mehrere Stunden beobachtete der Führer die vorbeirückenden Formationen. An Hitlers Seite sollten die Zuschauer die schnellen Erfolge dieses ersten Blitzkrieges erleben können. Den fröhlichen Vormarsch der deutschen Truppen und den traurigen Abmarsch der polnischen Kriegsgefangenen. Immer wieder zeigen die Aufnahmen Hitlers unermüdlichen Einsatz. Auch die Zuschauer im Kino sollten an das militärische Genie des obersten Befehlshabers glauben.